Hallo und willkommen hier zurück bei The Last of Us mit Joel und Tommy. Area looks clear. Wir haben hier das Pferd gefunden und diese Ranch, die verlassen aussieht, seltsamerweise. Was uns hier wohl erwartet? Ellie hoffentlich? Wir lauschen erstmal. Hier ist nichts zu hören. Ich check gerade nur noch mal meine Munition. Wie sieht's mit der anderen Handfeuerwaffe aus? Okay, 3 Schuss dafür. Revolver nehmen wir mal. Schrotflinte. Jagdgewehr. Ah, das können wir nochmal nachladen. So, die Pferde scheinen ein bisschen unruhig zu sein. Ich gehe jetzt direkt da rein. So, mit dieser Waffe. Ellie? Bisschen zu ruhig das Ganze. Ich traue dem Frieden nicht. Großer Fernseher. Okay, wo ist sie? Das ist ja nicht ihr Haus. Oder doch? Was wurde hier gespielt? Schach. Natürlich Schach. Oh, Firefly-Medaille. Die können wir uns direkt ansehen. Pino und Brand. Vergrößern wir das nochmal. Umdrehen. Lösen. Ja, das wissen wir ja schon. Da fällt mir ein, wir haben ja noch ein Artefakt gefunden gehabt. Und zwar diese Karte des Schaltpläne des Kraftwerks. Die haben wir gar nicht angeguckt. Ich meine, wir verstehen die sicherlich auch nicht. Schaltpläne ist was? Aber gut, ich wollte nur mal einen kurzen Blick drauf werfen. Was ist das hier für ein Zimmer in der Ranch? Eine Ranch, ey. Ist Ponta Rosa oder was? Nein. Erinnert mich aber gerade auch trotzdem so ein bisschen an Red Dead Redemption, genau. Jetzt habe ich's. Ein bisschen alles verlassen. Ob sie überhaupt in diesem Haus ist? Vielleicht ist sie in so einem Nebenhaus. Von dem Gesindehaus, also die Angestellten und sowas. Da war was zu hören. Ich glaube, das kam aus der Küche. Ratten. Habt ihr die gesehen? Boah, ja, das können wir gut gebrauchen. Ein bisschen Zucker. Die Ranch sieht eigentlich noch in einem relativ guten Zustand aus, eigentlich. Stoff. Ist die Wäscherei quasi von dem Ganzen. Nochmal Munition für die. Gute. Aber wir können nicht mehr als 7 Schuss tragen, deswegen sollte ich die auch beim nächsten Mal vielleicht mal benutzen. Das Geräusch kam von oben. Ellie! Gott sei Dank. Ja, werden wir gleich machen. Ja, das ist Carcassonne. Cool. Tasker. Ist das die Verarschung für Risiko und so? 0 Punkt. 0 Point. Wir vergrößern und drehen um. Wir haben das 12. Buch. Was ist da passiert? Vor 15 Tagen. Hatten die Reisenden die Enttarnte von Neumann entdeckt. Die Enttarnte? Ach so, die Enttarnte. Ah, okay. Der Angriff tötete den Großteil der Mannschaft und, vielleicht noch wichtiger, unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mit Unterlichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. Oh nein. Deswegen ist das ja auch der Nullpunkt oder der Tiefpunkt oder was auch immer. Was ist das hier für ein Zimmer? Wem gehört es? Diese Dusche unbenutzt. Sauber. Ist alles ein bisschen relativ sauber. Ein bisschen
Na, ich will nicht sagen, kärglich eingerichtet. Ach, das war ein Gemeinschaft. Was waren das? Hier waren irgendwelche Rauschgeräusche zu hören. Na, wir müssen uns sowieso mit Ellie jetzt unterhalten, was eigentlich in sie gefahren ist. Aber klar, ist verständlich. Ich brauche keinen Hinweis. Danke. Ich schaue mich gerade selber um. Überall Enten und so. Oh, sehr gut. Dann bauen wir noch eine Bombe. Können wir ja gerade machen. Nahkampfwaffe würde uns auch nicht schaden. Machen wir nochmal ein Medikit. Da haben wir immer so wenig von. So, nehmen wir das natürlich auch mit. So. Da wir nicht wirklich sicher sind. Wo ist sie denn? In dem Zimmer? Ob das eine Falle ist? Ob sie im Schrank vielleicht versteckt ist? Nein. Natürlich nicht. Warum sollte sie das auch? Ja, sie ist da definitiv in diesem Zimmer drin. Eine schicke, riesengroße Badewanne. Leider lange nicht mehr geputzt, aber was soll's. Wo ist denn Ellie? Hier? Is this really all they had to worry about? Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. It's bizarre. Get up. We're leaving. And if I say no? Do you even realize what your life means? Huh? Running off like that, putting yourself at risk? It's pretty goddamn stupid. Well, I guess we're both disappointed with each other then. What do you want from me? Admit that you wanted to get rid of me the whole time. Tommy knows this area. Oh, better fuck than... that. Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm gonna end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie? You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel. But I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else, because the truth is I would just be more scared. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. And we are going our separate ways. Get it together. We're not alone. There are two walking. There's more inside already. Diese Hunter können einem alles kaputt machen. So ein scheiß bewegender Moment, ey. Nein, wir müssen ja unbedingt reinplatzen. Irgendwann kommen die hier sicherlich rein. Jetzt zum Beispiel. Fuck. Ihn hat's voll erwischt. Ich hab ihn getroffen, obwohl der Pfeil in der Luft war. Schüssling, komm her, du hast keine Waffe.
Unten sind noch mehr. Aber das Gute ist, sie sind unten. Das heißt, wir können nur kurz hier rein. Dieses Badezimmer. Hier noch den Rest plündern. Okay. Bis jetzt geht es uns ja noch relativ gut. Wir sind hier... Kommen hier gut voran. Oh, ich muss... Oh, das ist echt brutal. Den hat es voll den Arm und den Kopf weggerissen bei dem Schuss. Aber klar, mit so einer Waffe. Hang back. Seid ihr Witzbold, oder? Denkt ihr nicht? Ich kann das auch. Hat ihn seine Schutzweste auch nichts gebracht. Alter, sowas überlebt man nicht zwangsweise. Er hat's überlebt. Zumindest für eine kurze Zeit. Okay. Oh, ich hoffe, die haben den Pferden nichts getan, aber die wären dumm, die zu töten. Es sei denn, die haben Hunger. Where are you, you motherfucker? Whoa, whoa! I'm here. Let's just be cool, man. Take it easy. Das war the last of them. Glaube ich. Ach, jetzt tut ihr so, als ob da nichts passiert wäre, oder was? Alright. House is clear. Let's get back to the horses. Ich glaube, Joel hat eher das Problem, dass er sich nicht festbinden möchte. Also, was heißt festbinden? Er will diese Gefühle nicht mehr haben, das kann ich gut verstehen. Aber Ellie einfach so im Stich zu lassen, ist auch nicht gerade sehr schick. Gehe ich doch gleich mal auf Toilette. Ob wir zurückreiten sollten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich weiß nicht, auf was uns auch außerhalb dieser Tür erwartet. Und ich will es ehrlich gesagt nicht wissen. Von daher, na doch, natürlich will ich es wissen. Aber das werden wir erst beim nächsten Mal erfahren, wenn es dann wieder heißt. The Last of Us hier mit mir, mit J-Mo, hier bei Moogmods Mo, mit Joel, Ellie und natürlich mit Tommy. Und ganz ehrlich, Ellie, ich würde dich mitnehmen. Ich würde auf dich aufpassen. Aber, ja, wie gesagt, man kann auch Joel verstehen. Ich meine, wenn ihr jemanden verloren habt, den ihr über alles geliebt habt, dann wollt ihr euch... Also es tut einfach weh, sich wieder jemandem zu vertrauen. Es tut zwar auch gut, aber der Gedanke, dass noch jemand draufgehen könnte, der einem so viel bedeutet, das ist einfach nicht zu ertragen. Und von daher kann ich Joel echt gut verstehen. Und ich hoffe, ihr könnt auch mich gut verstehen. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und eine gute Nacht. Und bleibt in Sicherheit. Bye bye.